Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Captain Olzi. Wie ihr seht, sind wir wieder hier im Battlestar Galactica Online-Universum. Und dieses Mal spielt er mit meinem anderen Account. Nämlich mit meinem Account, in dem ich viel länger spiele. Ja, bin ich auch bei den Menschen und hab. Oder bei der Kolonie. Und ja, habe ich auch schon das starke Schiff. Das werde ich euch nämlich erstmal zeigen. Ich mache dieses Video jetzt mal, weil ich so Lust dazu hatte. Einfach mal so ein bisschen rumzufliegen und jetzt nicht so auf. Jetzt nicht so, so zu zeigen, wie man hochkommt. Das ist jetzt nur so ein kleines Mini-Let's Play oder Miniserie oder nur ein einzelnes Video. Ich werde mal gucken. Aber ich kann es euch mal abdocken. Kann ich euch mein Schiff hier zeigen? Es ist eine Maul, also es ist ein Escort-Schiff. Ist nicht das stärkste, bisschen größer, aber es gibt noch viel stärkere. Und Moment, braucht nur einen kleinen Moment. Und das hier ist die Maul, die ist viel größer als normaler Jäger. Das werdet ihr auch mal sehen. Oh, ich habe gerade null Helium, scheiße. Oh, eigentlich das hier. Kann mich aber jetzt nicht zum Grundstück mit größeren Schachten einmischen. Oh ja, der ist gut dran. Also ich habe hier auch mehrere Waffen. Beste ist, mit großen Schiffen kann man mehrere Schiffe einmal anvisieren. Ich habe hier vier Waffen. Ich kann eine Richtung schießen. Ich habe nur einen toten Punkt, ganz hinten. Ganz genau hinter mir ist ein toter Punkt, aber der ist ganz klein. Ich muss noch schnell genug hinkommen. Wie lange ist es noch? 9 Minuten. Oh, ach man, oh. Muss beschützen, nicht zerstören, scheiße. Oh. Ich hätte mein Leben ganz zerstört. Ich habe gerade kein Tilium mehr, deswegen kann ich immer so gut boosten. Ich gerade einen Moment. Ah man, oh, kaputt. Gut, dann warten. Gleich muss doch noch einer kommen. Oder noch mehrere. Oh, hier ist er noch einer. Ah. Und die hat auch verdammt viel Leben. Oh, sorry, Mikrofon umgefallen. Die hat auch verdammt viel Leben. Hier, 2660. Das ist einiges. Ein normaler Fighter, der hat viel weniger. Also ich hab schon eins der größeren Schiffe. Ah, yeah. Baby, jetzt geht's ab. Alle Waffen auf ihn, auf den richten. Jetzt. Ah, nee, ich muss gerade unter 40.000. So. Komm, geh lang genug dran. Eigentlich muss ich mal sagen, zu großen Schiffen, die Munition ist schweineteuer. Und hier kann man auch sehen, ich kann auch mehr Schiffe einmal schießen. Und also ja, wie schon gesagt, also die Mauer hält auch einiges aus. Oh mein Gott, sieht das geil aus. Das ist ja ein Schiff. Hier sieht man auch, das ist ein Jäger. Bei mir ist er klein, aber ich habe trotzdem wirklich gesagt, ich habe nicht das stärkste Schiff. Es ist ein Escort-Schiff. Es gibt dann noch zwei Klassen stärkere Schiffe, also. Ja. Weiß nicht, ob immer irgendwie online ist. Ne, sieht nicht so aus. Ne, mit der Einzige, der online ist. Also müssen wir im Moment mit einem kolonialen Faktor von den Zylonen beschützen. Weil dem sein FDL, also wie heißt das nochmal? Moment. Keine Ahnung. Antrieb, also so ein Sprungantrieb kaputt ist, also defekt ist. Und wir müssen diesmal Zeit, wie lange noch dauert, bis der wieder weg ist.
Aber eins muss ich sagen, die Munition ist teuer bei so großen Schiffen. Die kostet pro. Ah. Immer, ich auf das, hier auf den Fenrir oder auf den Bungee. Jetzt sind eigentlich mal geil, du kannst. Oh, ist einer direkt unter mir. Ich hielt auf drei Schiffe. Ist nur noch auf zwei. Ah, der schießt nicht, oder? Schießt er auf mich? So, BOM! Und, also dieses Display hier habe ich schon gesagt. Ich weiß nicht, ob das ein Display wird oder ob das nur ein altes Video wird oder nur eine kurze Serie. Keine Ahnung, kommt drauf an. Ja. Ups, ich habe das Schiff gerammt. Also die Maul ist ein Panzerschiff. Es gibt ja den Sink. Oder wie das Ding heißt. Das ist auch so ein Schiff, genau eine Escort-Klasse. Und das hat genau die gleiche Bewaffnung. Ist aber um einige schneller und wendiger. Aber ich habe die Maul genommen, weil die Maul ein Panzerschiff ist, wie ich immer sage. Die kann viel einstecken. Sieht man auch hier. Die hat 2000 Leben. Also 2000, glaube ich, von normalen aus. Das hier ist eine von der Schärfe von der Schärfe von der ein von der Schärfenklasse. Der hat 6000. Also die können nicht ja auch Panzerplatten reinmachen, aber ein Schiff können von normalen aus ungefähr ungefähr 5000 haben. Ah, nein, ah, nee, ist der. So, wir sind geschrottet. Aber Battlestar Galactica ist schon geil gemacht, also online. Von der Grafik her, oder? Es ist so geil. Immer die Größenverhältnisse des Schiffes sind so gut gemacht. Ich wundere, dass hier mir keine kleinen, so viel, aua, so viele kleine Jäger kommen. Bumm. Wow. Hui. Kurz Flug. 2 Minuten noch. Okay. So 2 Minuten, bis der weg ist, der Frachter. Ist ja blöd, ist bei den Schiffen, hier kannst du mal driften. Bei den Jägern kannst du ja zur Seite wegdriften. Mit den großen Schiffen geht das nicht mehr. Also hier kannst du die jetzt mit den WASD-Tasten steuern, so. Mit den WASD-Tasten hast du dass die Jäger immer seitlich wegsteuert. Also, als nach rechts so driften, den Korrekturdüsen und so. Und das geht hier aber nicht mehr. Was gut, was zum Glück noch geht, drehen. Whee! Boah, Angriff! Genau, müsste eigentlich auch gehen. So hier vorne so ein Bohrer dran bauen. Dann sind andere Schiffe. Dann so. Ah, Versions. Ja, ich weiß, Blinderer beschießt mich. Oh, Attacke! Ah! Nee!
Oh geil, das Ding habe ich noch nie gesehen. Geil, wie sieht das denn aus? Kommando Hell. Nee, so. Boah, Angriff. Nee. Ey, das sieht ja wirklich awesome aus. Sieht denn mal, oh Mann, das ist ja kaputt. Ah, sieht denn, ich hatte den gesehen. Das sieht wirklich awesome aus. 24 Sekunden, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und WUM! Weg und Silber, yeah! Woo! Oh, jetzt habe ich so Glück, dass 6%, jetzt kannst du wieder springen. Wirbeltrauma! Ah, ich hab nichts bekommen. Aber ich finde alte Schiffe schnell, also mit Booster, komme ich bis auf 55 pro Sekunde. Ich habe das in 55. 55 pro Sekunde. Ich weiß nicht, ich will mal kurz wissen, was das für eine Geschwindigkeitsanzeige hier ist. Hier sieht man so. Stufe 2, da ist meine Maul. Und ich habe sie Bethesda 12 genannt. Und hier sind noch die Chakren. Also dieses Schiff da, das ist ein Van, ich glaube, das müssen Vanir sein. Und das stärkste ist ja das hier. Premier. Eigentlich gefällt mir das Schiff nicht so. Ich bin wirklich dran überlegen, die Maul für lang zu behalten. Weil die gefällt mir einfach verdammt gut. Die ist auch. Ich kann doch mit der Maul, kann ich auch schon bei großen Schlachten mitmachen, denn die geht ja so schnell nicht kaputt. Ich bin jetzt auch dran, noch die Hülle verbessern. Aber ich bin im Moment. Die Munition kostet so viel, das ist ein Problem. Aber das ist bei allen starken Schiffen so. Die Munition, die kostet richtig Money. Kann ich euch mal zeigen, wenn ich da bin. Und da boosten. Hier, seht ihr mal mein Geld an. Das booste ich mal. Sieh, wie das runtergeht. Das ist heftig. Es sieht so viel Helium weg. Das boost, also das ist der Turbo. Das ist das hier. Ich will gar nicht mal wissen, wie viel es bei denen kostet. Bei den heftigen Flakkanonen, die dran haben, die Projektile, die schießen, die sind 100 Kilometer groß, ey. Ernsthaft, das sind ja Monster. Da, seht ihr das? Ja, man. Da, das sind Monster. Ja, die Raketen hier. Ah, nur diesen Scheiß im Treffen. Die Wachplattform, die können nicht gut treffen. So. Erstens mal. Hier sieht man ja als Ausrüstung. Erstens mal hier. Das ist. Hier. 7 Helium pro Stück. Pro Stück. So. Jetzt kaufe ich mit 1237. Kann ich mir gerade mal 176 kaufen. Das ist so viel. Die sind so teuer. Da will ich ja noch mal wissen. Bei denen hier 30 pro Stück. Alter, da kann ich mir mit meinem Budget da kann man für 41 kaufen. Oh, nice.
Scheiße, aber das höchste. So, kann ich mir ein bisschen was verkaufen wieder alles. Raketen brauche ich nicht, ich habe doch keine Raketenwerfer drin. Ich brauche Kohle. Raketen bringen mal viel Geld, die sind teuer. Oder auch teuer im Verkaufen. Funk verkaufe ich immer nur eins. So, mache ich mal alles. Ich habe noch kein Dings. Aber ich schon im Lager habe, ich muss eigentlich nichts sein. Ne, ist auch nichts. Aber das war es jetzt auch mal wieder mit diesem kurzen Video. Oder mit dem normalen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und macht es gut bis zum nächsten Mal. Deswegen sage ich es mal wieder. Wie immer, immer am Ende jedes Videos. Tschüss. Und bis zum nächsten Video von Captain Neuti. Macht es gut. Und bleibt stark. Und genießt die Ferien. Also, macht es gut. Ciao.